Ja, Leute, willkommen zurück. Nächster Part mit dem LASK. Und wir starten jetzt in die Vorbereitung, nachdem ja die ersten Neuverpflichtungen da sind. Der Kader hat sich jetzt gar nicht so groß verändert im Vergleich zum letzten Jahr und wir dürfen da jetzt auch auf jeden Fall nicht zu viel Stress bekommen. Deshalb ist nämlich genau das, was mir im letzten Jahr ja eigentlich passiert ist. Da haben wir gerade auch was Leihen angeht, sehr viel, sehr kurzfristig und früh abgeschlossen. Und da waren dann auch Spieler dabei, die wir dann im Endeffekt gar nicht so richtig gebraucht haben. Und ja, da möchte ich jetzt einfach ansetzen. Das möchte ich in dem Jahr ein bisschen stressfreier und anders machen. Und wenn man so schaut, die Mannschaft, die jetzt aufgestellt ist, die ist ja auch relativ stark. Also so gesehen können wir zufrieden sein. Jetzt müssen wir dann einfach noch schauen, dass wir in der Breite ein bisschen stärker werden und dann noch sinnvolle Laien holen. Ja, Ivkic und Potsman sind beide nicht so ganz fit. Das heißt, die werden wahrscheinlich beide nicht spielen. Bei Potsman wird es wahrscheinlich sogar gehen. Ivkic ist auf jeden Fall noch verletzt. Da würde ich sagen, werden wir hier jetzt mal ersetzen. Jetzt ist nur die Frage, haben wir vielleicht den einen oder anderen jungen Spieler oder haben wir einen Spieler, der zur Probe ist, den wir da einsetzen könnten. Innenverteidiger brauchen wir keine, da haben wir Vandenberg und Skaričić. Den Vandenberg, den werden wir mal von der Leihliste streichen, das ist auch ganz wichtig. Übrigens habe ich gerade den Söndje Jansen angeboten, Hansen angeboten, weil der ja sowieso schon ein Angebot hatte aktuell von Gröningen für 2 Millionen, weil vielleicht kriegen wir da sogar noch ein bisschen mehr. Schauen wir mal. So. David Hansen könnte man mal grundsätzlich nehmen, wobei den trainieren wir gerade auf na eh Außenverteidigung um, das passt. Wo ist er denn jetzt? Da, den könnte man mal als Rechtsverteidiger mitnehmen. Und für links hinten, ich meine, theoretisch könnte man Schablas auch einfach mal durchspielen lassen. Und dafür spielt dann halt im nächsten Part, also im nächsten Spiel jemand anders durch. Das ist, glaube ich, auch nicht so tragisch. Dann zentrales Mittelfeld haben wir Mandeya als Backup. Nacak hat jetzt leider schon für die zweite Mannschaft gespielt. Gabric auch, wobei bei Gabric ist es mir ja egal, den verschiebe ich sowieso jetzt in die zweite. Den Arndt nehmen wir mit für die 10. Und dann ist die Frage, welche der Spieler vielleicht interessant wären, um sie zu verpflichten oder um sie sich ein bisschen genauer anzuschauen. Vorsager, klassischer Innenverteidiger, der ist jetzt mal kein Thema. Ewa Banega glaube ich ehrlich gesagt auch, dass es kein Thema ist. Wir könnten mal schauen, was der verlangen würde. 196.000 ist gar nicht so tragisch, aber der ist körperlich halt so cool es wäre. Werde ich den jetzt, glaube ich, nach Hause schicken, weil wir den nicht unbedingt brauchen. So, dann schauen wir uns vielleicht jetzt hier noch an fürs zentrale Mittelfeld. Mohamed Doumbia, der ist körperlich relativ schwach. Nicht der schnellste, nicht der größte, nicht der stärkste. Mental dafür ganz gut und technisch solide, so wie es jetzt im Moment aussieht. Den könnte man mal mitnehmen. Für die 6 vor allem, weil er wahrscheinlich auch halbwegs günstig ist. Den finde ich ja interessanter. Der war aber etwas teurer, glaube ich. 4,20 bis 5,52. Aber den würde ich ganz interessant finden für eventuell die 10 oder eine sehr offensive 8. Das muss man sich anschauen. Den Pascu finde ich auch ganz interessant. Da müsste man mal schauen, was der gerne hätte vom Gehalt her. 310 bis 339. Ja, da kommen wir sogar ein bisschen weiter runter. Den können wir auch mitnehmen. Dann haben wir wenigstens fürs zentrale Mittelfeld Leute zum Durchwechseln. Und dann hätten wir für vorne den Felix Wähling und dann nehme ich den Haris Tabakovic noch mit. Dann haben wir den Sascha Banse noch. Der ist eigentlich, ja, den werden wir einfach ein bisschen weiter beobachten. Dann nehme ich noch den Bertsch mit, den Bös. Damit wir da noch zwei Junge haben. Und dann war es das für den Moment. Da wir 4 Spiele in 2 Wochen haben, würde ich so machen, dass wir eventuell, ja, dass wir eigentlich komplett durchwechseln. Alle immer 45 Minuten spielen lassen. Das wird natürlich nicht ganz funktionieren, gerade jetzt zum Beispiel auf der Außenverteidigerposition. Da haben wir jetzt natürlich die Situation, dass wir da Spieler haben, die verletzt sind. Und dementsprechend müssen wir da jetzt eben auch durchspielen lassen. So, da war gerade ein Foul an Schmid, der hier durch war. Und das war eigentlich eine Notbremse. Ich weiß nicht, ob der. Der wird keine. Doch, der gibt rot. Der gibt tatsächlich hier rot in einem Testspiel. Gut, muss man halt trotzdem machen, wahrscheinlich, wenn es die Regeln sind. Damit haben wir es nicht nur gegen einen unterklassigen Gegner zu tun, sondern der unterklassige Gegner spielt jetzt auch noch 90 Minuten in Unterzahl.
Uns soll es recht sein. So, was war das von Branka jetzt? Schräg. Auf jeden Fall 2000 Zuseher heute für das erste gemütliche Warmlaufen. Hoffentlich haut es hin, dass wir hier relativ souverän durchkommen, um eben auch das Selbstvertrauen zu steigern. Wichtig wäre, dass sich niemand verletzt. Wiesinger auf der 10, bin ich gespannt. Nee, wahnsinnig schnell, macht hier auch gleich sein erstes Tor nach 8 Minuten. Über seine Verpflichtung freue ich mich schon sehr. Da mal am Way und dann Wiesinger mit dem guten Pass. So, dann Horvath und Music im Tor oder Music, aber ich sag Music. Und der weite Abschlag schon wieder unter Kontrolle. Gut, Branka auf dem Way. Der dreht sich, bis ihm schwindelig wird, dann reiht er mal kurz irgendwo und dann geht's weiter und da ist wieder eine Nähe. Den kriegen sie nicht so richtig in den Griff, der ist halt auch unfassbar schnell. Das wird halt wirklich sein großes Plus sein. Also Branka mit der Flanke. Branka mit der Flanke. Lipuschek auf Mue. Na, irgendwie spielen wir da echt wenig raus. Viele Standardsituationen. Da war Schmid per Kopf. Weiter Abschlag. Gleich wieder bei uns. Ich habe noch ganz vergessen, auf den einen Stürmer von Liefering einzugehen. Ich habe den Namen vergessen, junger Österreicher, aber da hatte Liefering anscheinend noch eine Option. Bei dem wäre nämlich der Vertrag ausgelaufen und das wollte ich eigentlich auch machen, als ich dann übersprungen habe bis zum 1. Juli. Habe ich ganz vergessen, euch zu erzählen, dass die scheinbar die Option gezogen haben, aber der wäre finanziell vielleicht trotzdem nicht unmöglich. Deswegen werden wir den vielleicht uns nochmal kurz anschauen. Da wäre halt eine Ablösesumme notwendig oder vielleicht können wir ihn irgendwie leihen mit Kaufoption. Würde mich schon reizen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wäre gar nicht abgeneigt beim LASK zu bleiben. Aber es ist als Journeyman gedacht und dementsprechend überlasse ich das natürlich gerne euch. Also wenn ihr sagt, wir ziehen das durch mit maximal 2 Jahre, dann werden wir den Vertrag dann natürlich nicht auslaufen. Werden wir den Vertrag natürlich auslaufen lassen. Aber mir macht schon auch ziemlich Spaß, hier mal in Österreich zu trainieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Let's Player habe ich das ja schon lange nicht mehr gemacht. Und dementsprechend, ich bin da ganz offen. Also gut ausgehen tut sich wahrscheinlich noch ein Verein danach. Man kann davon ausgehen, dass der neue FM im November rauskommt. Und ja, aber es wäre halt schon auch cool, wenn wir schaffen, irgendwie einen nächsten Schritt zu gehen und einen stärkeren Club bekommen. So, der war drin. Schmid also mit dem Tor. Damit beide Stürmer heute erfolgreich. Wieder Schmid. Naja. Aber Schmid und Nene könnte gut funktionieren mit dem Tempo, das die beiden haben. Wir werden dann von den Testspielen ja eigentlich immer stärker. Wir spielen dann gegen die Vienna. Die müssten da jetzt, glaube ich, Zweitligist sein. Und dann spielen wir gegen zwei Clubs aus Portugal. Ich glaube Estoril und noch irgendjemand. Das heißt, die Tests werden dann auf jeden Fall interessanter gegen Ende. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, hier hauptsächlich um die Spielpraxis geht, weil die Taktik an sich funktioniert. Zumindest halbwegs und 3-0. Ja, und unsere Spieler gerade in der Stammelf, die kennen wir jetzt natürlich auch relativ gut. Das ist jetzt ja wirklich nur eine Nähe anders. Normalerweise habe ich echt eine größere Fluktuation, aber ich finde es eigentlich ganz cool so. Schabler ist wieder auf eine Nähe, guter Antritt und Schmid 4-0, eine Nähe mit dem Assist. Da geht's jetzt dahin.
Das war so zu erwarten und gerade nach dem Platzverweis natürlich umso mehr. Aber das ist für uns dann eh nicht so schlecht, weil dann können wir uns in der zweiten Hälfte halt wirklich noch ein paar Spieler anschauen. Ohne viel Stress hier. Schablas. Und da gibt es einen Foul an Wiesinger und damit die Chance für Schmid, den nächsten Treffer zu erzielen. Music oder Music im richtigen Eck. Aber der ist trotzdem drin. So, 5 zu 0 in der 26. Minute. Schmid jetzt mit 4 Toren. Mui bleibt da hängen. Wiesinger, toller Distanzschuss, 6 zu 0. Ich glaube, der hätte auch gegen einen starken Torhüter gepasst. Stefan Music. So, Branka, 32. die Ecke. Keschkes bei Kopf drüber. Noten bei allen gut, aber das war auch so zu erwarten. Es ist wirklich durchgehend jetzt quasi fast eine Torchance. Kaum mal eine Minute, die da vergeht, ohne dass da irgendwie was zu sehen ist. So, Lipošek. Forward auf Schablas. Dann haben wir Nene. Wiesinger. Da läuft wieder alles relativ ruhig. Way. Knapp daneben. So. Jetzt sind wir in der 39. Dann schauen wir mal kurz, wen wir noch wechseln werden. Also defensiv haben wir es jetzt mehr oder weniger eh schon besprochen. Zentrum eigentlich auch. Dann schauen wir vielleicht noch, ja, irgendwie würde ich fast lieber die Jungen spielen lassen, statt einem Tabakovic zum Beispiel, aber Tabakovic ist ja trotzdem nicht uninteressant für uns. Auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist. 31, aber halt körperlich extrem gut, gerade für diese Flanken und Standardsituationen wäre das natürlich cool. Schmid beinahe mit 5 Treffern heute. Jetzt hat Schubert sogar mal den Ball. Doch eine 7,1. Das verstehe ich zum Beispiel nicht ganz. Ein Torwart kann in der Situation ja keine 7,1 haben, oder? Hat ja noch nichts zu tun gehabt. So, Schablas. Mit dem nächsten Treffer, was mich da hier jetzt übrigens stört, also die drei gehen hier gut ins Zentrum, aber man sieht hier, Branka schiebt eigentlich gleich hoch wie die beiden ZMs, die beiden Achter. Und die beiden Achter haben hier einen wahnsinnig großen Abstand eigentlich zum Sturm. Das heißt, vielleicht wäre so eine Box-to-Box-Rolle hier trotzdem irgendwie interessanter für uns. Dass wir da jemanden haben, der dann noch ein bisschen weiter aufschließt. Das könnte man in der zweiten Halbzeit eigentlich testen. Einfach nur, um zu sehen, wie sich das Positionsspiel so verhält. Natürlich sagt das nichts über die Taktik aus und ob die dann funktioniert oder was weiß ich was, aber einfach um es mal genauer anzusehen. So, Branka, Schablas. Da ist Mue und Music mit der Parade, aber da war auch schon Abseits. Nene auf Schmid. Und der macht das sechste Tor. Ich erlebe es auch echt selten, muss ich sagen, dass man so souverän dann durch so einen kleinen, über so einen kleinen Club drüber fährt. Normalerweise erst dann oft so, weiß nicht, 3-4-0 Partien oder so. Zumindest ich immer wieder mal.
Aber das ist natürlich sensationell. So, wie gesagt, wir wechseln jetzt durch. Hansen nehmen wir rechts hinten, links hinten. Schablas muss durchspielen. Dumbia auf die 6. Kann der zurückgezogene Spielmacher spielen? 14, 13 eigentlich schon. Deswegen von den Fähigkeiten her, vielleicht passt er trotzdem, auch wenn er hier. Aber er ist körperlich halt schon schwach. Sonst machen wir es anders. Lassen wir den Mike Bertsch hier spielen im Vorbereitungsspiel. Das macht irgendwie mehr Sinn. Auch wenn der definitiv eine andere Rolle hat. So. Horvath hat richtig schlechte Spielpraxis. Vielleicht sollte ich den ein bisschen länger drin lassen. Baskou für Mouet. Alhaj für Wiesinger. Ne. Arndt oder Alhaj ist halt super offensiv. Also schwierig. Dann mache ich mal kurz rückgängig. Da bringe ich ehrlich gesagt lieber den Arndt auf die 10. Vorne haben wir den Wehling und den Tabakovic. Das heißt Schablas und Horvath. Horvath, eben wegen dieser schlechten Spielpraxis, lassen wir ihn noch ein bisschen drin. Da werde ich dann den Mandey bringen. Aber Horvath muss da echt zulegen von der Spielpraxis her. Machen wir bis zur 60. oder so. So, ist die Frage, ob man das mit der Box-to-Box probieren soll oder achten wir vielleicht einfach mal drauf, wie hoch die wirklich schieben. So in solchen Situationen gefällt es mir eigentlich eh relativ gut. Wir haben den Zehner. Das Einzige ist eben, hier haben wir gerade wieder kurz gesehen, wie Arndt mit dem Antritt nach vorne geht. Also wenn Arndt dann ins Zentrum geht, dann rückt halt niemand nach. Dann wird dieser Abstand relativ groß. Pfannenberg, Horvath, Welling. Haben wir wieder Matteo Schablas. Und da ist Tabakovic. 47. sein erster Treffer. Das ist natürlich genau seins, wenn der Ball dann so in der Höhe zu ihm kommt. Da hat er keine Probleme. Weiter Pass links raus auf Felix Wehling. Tabakovic komplett frei. Ja gut. Wenn die so verteidigen. 11-0. Wir können uns auch die Highlights runterdrehen. Gehen wir einfach nur aufs Kommentar, aber ich glaube, es ist jetzt echt unspannend. Und dann werden wir den Horvath bald rausnehmen und den Mandey bringen. Gerade jetzt passiert nichts mehr. Gerade jetzt, wo wir die Highlights umgestellt haben. Ah, Wiederholungen kriegt man dann noch. Baskou mit der Eroberung, Arndt mit dem Pass in die Tiefe. Dann haben wir wieder Wehling und Tabakovic. Wehling macht es aber alleine stark. Bisschen eigensinnig, aber stark. Nächster Treffer. Abseits. Also zählt nicht. Freistoß Wehling. Stark. Hat der für einen Freistoßwert? 11, ja. Den hat er schön verwandelt. Nicht schlecht. So, Music ist draußen. Und wir gehen dann wieder zurück auf die erweiterten Highlights, damit es für die nächsten Spiele wieder passt. Da sollte es dann ein bisschen weniger Strafraumszenen geben. So, Schablas, schauen wir uns das noch kurz an. Wieder abseits. So, noch erweitert, ja. Da war der nächste Treffer, Tabakovic nach Vorlage von Wehling. Hansen. Tabakovic, es ist wirklich jeder Schuss ein Treffer, es ist unfassbar. Aber gut. War auch zu erwarten gegen den Gegner. Wichtig ist jetzt echt, dass sich da niemand verletzt hat, das passt ganz gut. Selbstvertrauen kriegt man, glaube ich, durch sowas auch. Die Automatismen, die eingespielt hat, das ist sicher auch nicht schlecht. So, Schablas auf Wehling. Ist gut, dass Wehling Linksfuß ist, weil ich glaube, alle anderen Stürmer sind es bei uns nicht. So, das war natürlich der Wahnsinn.
Passt. Wir spazieren zum Sieg. Stimmt tatsächlich. Damit können wir natürlich grundsätzlich schon zufrieden sein. So, der nächste Test dann gegen die Vienna. So, die haben jetzt Wim Hof verpflichtet. Den haben wir jetzt also von der Gehaltsliste gestrichen. Ivkic steigt wieder voll ins Training ein, das ist wichtig. Die sind am Butean dran. Noam Cohen. Rechtsverteidiger. Den wir noch auf der Auswahlliste hatten anscheinend. Ah, die sind jetzt an dem Torwart dran, den mich sehr reizen würde. Kapikas. Ist auch gar nicht so unleistbar. Naja, für uns 3,73. Billig ist nicht. Weiterverfolgung von dem Interesse. Wir haben hier Gehaltsvorstellungen jenseits von Gut und Böse. Da kommen wir natürlich nicht weiter. So. Dann schauen wir jetzt gegen die Vienna. Die gleiche Startaufstellung grundsätzlich. Pekka wechselt jetzt auch noch wieder einer aus der zweiten Mannschaft weg. Rosic ist wieder auf der Leihliste. Ah ja, das haben wir schon mal gemacht. Falls eine beachtliche Kaufoption drin sein sollte, aber ich streiche die jetzt trotzdem raus. Ah. Es ist halt ein Bug. Also wenn du da jetzt 80 Millionen Kaufoption reinpackst, dass du dann tatsächlich halt natürlich diese Leihe bekommst. Gut. Hansen verlässt uns. Wir bekommen leider wirklich nur 220.000 gutgeschrieben. Aber wir müssen die Vereinsfinanzen halt auch ein bisschen sanieren. Oder ich möchte es zumindest machen. Weil ich es einfach realistisch finde in diesem Safe jetzt. Das heißt, Hansen ist jetzt tatsächlich weg und wir müssen jetzt schauen. Pascu wäre durchaus interessant, ist aber auch nicht so defensiv stark, wie ich erhofft habe. Also 5 bis 8, das ist für einen Achter schon okay. Für einen Sechser wäre es definitiv zu schwach. Er ist halt super spannend. Das Problem ist bei ihm einfach, dass er natürlich zu wenig in der Defensive kann für die 8. Wobei andererseits, der ist so stark, dass man vielleicht sogar den Wiesinger auf die 8 zurücktun könnte, weil der kann es wirklich eigentlich. Auch wenn er Stürmer, gelernter Stürmer ist. Aber ich wäre nicht der erste Trainer, der jemanden umtrainiert. Wir können ja nochmal schauen. Aber 4,70. Und der geht jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht runter von seinen Forderungen. Mich nervt es, dass die momentan so unflexibel sind und überhaupt. Na, schaut. Der geht doch ein bisschen runter. Kriegt noch eine Torprämie. Er kriegt eine Gehaltserhöhung nach 30 Partien. Kann man 93 zahlen. Damit wäre er zufrieden. Das ist zwar ein relativ guter Deal für ihn, aber man muss sagen, der ist 23 und der ist verdammt stark. Dann würde ich es echt so machen, dass ich den hier auf die 10 pack, den Wiesinger zurück und den Horvath vielleicht sogar auf die Bank. Weil damit haben wir, glaube ich, ordentlich Qualität dazu gewonnen. Wiesinger trainiert nicht gut. Dafür können wir die anderen hier loben. Schubert auch wieder gut im Training. Cashke ist gut unterwegs. Ja. Da ein Angebot für Kehrer. Wie stark wären Kehrer, wie teuer wären Kehrer gewesen? Okay. Gerade überlegt, der wäre sonst noch eine Alternative gewesen. Aber gut, für die Summe kann man es natürlich vergessen. Laros Duarte. Auch der ganz interessant aus Kap Verde. Aus den Kap Verden, so. Auch zu teuer. Kann man auch schon entfernen. Angebot haben sie abgelehnt. Das Angebot von NK Bravo haben sie angenommen. Das heißt, Rosic. Also wird da wahrscheinlich hingehen, schauen wir mal. So, die Teamauswahl. Potsmann und Ivkic. Also Potsmann soll man im Auge behalten, aber den werden wir mal reinpacken. Ich tue mal den Dumbia weg. Dann passt das schon mal. Und den Ivkic nehmen wir vielleicht auch noch mit statt Pascu. Genau, dann werde ich den Al-Haji vorne mal auf die 10 packen, damit wir uns den ein bisschen genauer anschauen können. Und dann werden wir den Wiesinger mal einstellen, dass der
zentrales Mittelfeld trainieren soll. Auch wie gesagt, wenn es ein bisschen schräg ist, aber wenn man sich die Fähigkeiten anschaut, der kann halt eigentlich alles. Ich meine, den kannst Rechtsverteidiger spielen lassen oder sonst was. Im zentralen Mittelfeld würde mir der eigentlich ganz gut gefallen. Vielleicht sogar wirklich, dass wir ihn Box-to-Box probieren, weil der eben auch sehr offensiv stark ist. Ich lasse den jetzt einfach da wirklich einspielen. Und ja, dann legen wir los gegen die Vienna. Ich mache das Spiel jetzt auch noch schnell in dem Part. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht zu lange brauchen. Das war jetzt natürlich klar mit dem letzten Spiel mit so vielen Highlights, dass es da etwas länger dauert. Aber wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen bei dem Save. Dann muss ich halt Überstunden machen. Bisschen Zeit habe ich heute eh noch. Werde dann noch trainieren und gemütlich essen gehen mit der Familie. Ganz gemütlicher Tag heute. So, Tanzmeier, Lipuschek, gutes Tackling. Also wir sehen ja schon, die ersten 11 Minuten ist mal nichts passiert. Dann haben wir hier Alhaj, Potsman. Alhaj ist halt auch erst 23, also das wäre auch wieder so ein Kandidat für einen Wechsel. Schade, dass wir so wenig Österreicher haben, aber in unserer Situation sind die halt leider auch nicht so richtig leistbar. Nene mit dem ersten Treffer und leider Abseits. Schade. Schauen wir uns kurz an, ob es wirklich Abseits war. Aber Wiesinger mit dem super passenden Nene mit dem spannenden Laufweg, der ist halt wahnsinnig schnell. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie Wiesinger im zentralen Mittelfeld funktioniert. Bin großer Wiesinger-Fan eigentlich, also deswegen tut es mir fast ein bisschen leid, aber der passt halt wirklich gut. Da muss man dann flexibel sein. Oder eher in dem Fall. So, Tanzmeier ist plötzlich durch, umspielt hier Schubert und die Vienna geht in Führung. Nach 12 Minuten treffen sie hier in diesem Konter. Wiesinger eigentlich mit dem Ballverlust und dieser Pass in die Tiefe tut schon wahnsinnig weh. Da mal das Problem, dass einfach beide Innenverteidiger jetzt nicht die schnellsten sind. Wir haben wahnsinnig viel Ballbesitz. Das ist mal das Positive. So, Wiesinger. Ingolic, Schmid. Auch ein bisschen wenig draus gemacht. Branka mit der Ecke. So, Wiesinger. Ingolic hat ihn. Also die Vienna fordert uns da interessanterweise. AOP übrigens. Nee, nee. Schauen wir mal kurz. Versucht da so eine spannende Flanke. Ingolic. Ah, nicht schlecht. AOP war einer, den wir noch aus Schweden kennen. Aus unserem Let's Play dort. Der ging dann ja interessanterweise tatsächlich nach Österreich zu Hartberg. Und jetzt anscheinend ist er da in dem Safe bei der Vienna. Alage mit den nächsten guten Versuch. Ich finde seine Fähigkeiten halt schon sehr, sehr spannend. Der wird auch als Stürmer super funktionieren. Und ich finde es eh ganz gut, wenn wir da Spieler haben, die einfach auf mehreren Positionen funktionieren könnten. Weil gerade wenn es den Kader nicht so, wenn es die Finanzen nicht hast für einen super großen Kader, dann kannst du halt ein bisschen herumschieben intern. Und dann könnte er schon hinhauen. Wiesinger kommt eben auch als Box-to-Box, so wie hier jetzt in solche Situationen. Was grundsätzlich ja ganz gut ist. Er ist sowieso nicht, er hat nicht den besten Abschlusswert mit 11. Also er ist eher so der spielstarke und vor allem auch mental starke mitspielende zweite Stürmer. So, Schmid. Way of Alage. Boah. Guter Distanzschuss, beinahe der Ausgleich 42. Wir drücken Branka mit dem Eckball. Schmid kommt nicht dran. Wiesinger verschläft.
Irgendwie hat man schon das Gefühl, wenn man so einen Spieler auf einer fremden Position einsetzt, wie wir jetzt Wiesinger, dass einfach alles abgedreht wird bei ihm. Also alles runtergedreht wird von seinen Skills her. Das finde ich fast ein bisschen schade, weil solche Szenen haben, also dass er in solchen Szenen checkt, dass der Gegner hinter ihm läuft und er vielleicht ein bisschen weiter tun sollte, hat nichts mit der eingespielten Position zu tun, finde ich. So, da war wieder Treffer, wieder Abseits. Nee, nee, in dem Fall. Also wir haben schon zwei aberkannte Treffer und die Werner genau eine Torchance gehabt. Wir müssen vor dem Tor besser werden. Ich lasse den Potsmann jetzt noch drin. Ein bisschen zumindest. Das Problem ist jetzt natürlich, dass wir in Rückstand sind und ich trotzdem hier wechseln muss, um die Spielpraxis überall raufzukriegen. Forward für Mwe. Wiesinger lasse ich mal auf Box-to-Box, damit er sich ein bisschen an diese Position gewöhnt. Musste mich auch nochmal schnell muten. So. Hansen lasse ich jetzt im Moment mal weg, weil wir den Ifkic reingetan haben. Für Alhaj bringe ich den Arndt. Schmied momentan relativ schlecht. Nené hat schon ganz gute Spielpraxis. Das heißt, ich bringe da jetzt mal den Wähling für den Nené. Und dann hätten wir noch, ja, auf der 10 theoretisch den Mike Bertsch. Auf der 6, Entschuldigung. Aber ich bringe da sonst mal den Mandey. Und lasse dafür den Wiesinger Box-to-Box durchspielen, damit er diese Position ein bisschen besser gewohnt wird. Das heißt, Potsmann, Wiesinger, Schmied. Potsmann nehmen wir dann noch raus. Das passt, glaube ich, nicht so schlecht. Wobei Potsmann könnte man eigentlich sogar trotzdem durchspielen lassen, wenn er fit genug ist. Gut aufgepasst, aber es gibt die Ecke. Winfried Amoa war das. Gut aufgepasst von Ifkic. Mandey mit dem tollen Pass in die Tiefe. Schmied ist durch und den macht er nicht. Wie viele Tore hat er im letzten Spiel gemacht? Den lasst er aus. Skaricic, nächste gute Parade vom Torhüter. Forward drüber. Es bleibt dabei, sie haben bisher einen Torschuss gehabt. Da steht Skaricic nicht gut, plötzlich ist der Gegner wieder durch. Wähling. Ja, gut, Eigentor. Julian Gölles. Den haben wir uns im ersten Jahr auch mal angeschaut hier in Linz. Mit dem Ausgleich durch das Eigentor. Ist auch okay. Was ist denn da los? Sind die wieder vom Tor und der ist plötzlich wieder drin? 1 zu 2. Schauen wir uns die Entstehungsgeschichte nochmal an. Wir sehen hier Potsmann, der sich sehr einfach hier verladen lässt. Dann zieht Amoa mit dem Traumpass, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und die Verteidigung ein bisschen zu weit weg, aber der war schon extrem schwierig zu verteidigen. Also den haben sie echt gut gespielt, aus dem Nichts nämlich. Ja, nicht gut. So, ich nehme jetzt den Schmied raus. Ich bringe den Tabakovic. Weil anschauen können wir ihn uns ja trotzdem nochmal. Und ich bringe sonst heute einfach den Hansen links hinten. Dass Potsmann auch nicht komplett durchspielen muss. Es ist natürlich jetzt so, wenn man, so wie wir es jetzt vorhaben, eben nach 45 Minuten komplett durchwechselt, dann ist der Spielfluss halt ziemlich K.O. Der ist quasi weg und dann hast halt auch noch deutlich weniger Qualität auf der Bank. Das heißt, das sieht nicht so gut aus heute. Müssen wir halt dann auch einordnen. Im Endeffekt, dass wir da viel Pech gehabt haben. Aber trotzdem nicht gut genug waren. Tabakovic, boah. Super, wie Tabakovic aus dieser Situation noch eine Chance macht. Also das ist schon
Schon ein ziemlich cooler Stürmer, finde ich. Wähling mit dem Freistoß, der hat im letzten Spiel schon eins gemacht. Ein Freistoßtor. Wiesinger und da ist Felix Wähling und der macht's. 2:2 in der 79. Minute. Absolut verdient. Hier sehen wir nochmal die Entstehungsgeschichte. Wiesinger war es mit dem Assist. Vielleicht hilft es auch, wenn er so gute Leistung zeigt auf dieser Position. Dass er dann dementsprechend sich schneller einspielt oder so. Könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Schablas, Bertsch und Bös haben wir noch auf der Bank. Also drei junge. Schablas hat eh durchgespielt, deswegen darf der heute auf der Bank bleiben. Immerhin Vandenberg mit einer 6,9. Mandey gut. Wiesinger gut. Wähling gut. So, Horvath. Und der nächste Kopfball. Zu ungefährlich. Und jetzt müssen wir wieder mal aufpassen, das wird jetzt wieder typisch. Nachdem die echt nicht viele Chancen brauchen, um hier Tore zu erzielen. Gut von Loal. So, 94. Hansnis. Ja, echt limitiert. Mann, der ist super abgefangen. Tabakovic verlängert. Wähling holt ihn sich. Oh, schade. Ganz stark gemacht, muss man schon sagen. Also wäre cool, wenn Wähling in diesem Jahr vielleicht den nächsten Schritt macht und sich wirklich gut entwickelt. Ecke Wiesinger, 91. Minute. Aus der wird nix. Ja, also wir sind das klar bessere Team gewesen. Und wenn es jetzt nicht noch irgendwie passiert per Ecke, dann geht das Spiel halt unentschieden aus. Darf uns auf jeden Fall nicht verunsichern. Ein paar Lichtblicke waren auf jeden Fall dabei. Also Wiesinger im ZM dürfte funktionieren. Schöner Assist von ihm heute. Genau. Ich vertraue unserer Entwicklung. Die Statistiken zeigen auch, dass wir den Sieg verdient gehabt hätten. Ja, so ist das. Jetzt schauen wir noch ein paar Minuten vor. Machen wir einen 40-Minuten-Part heute draus. Der ist nicht mehr auf der Auswahlliste. 18-jähriger Mazedonier, wieso eigentlich nicht mehr? Mit dem zum Probetraining einladen. Vertrag ja eigentlich schon ausgelaufen bei ihm. Platzwart erkundet sich nach vielen Spielfeldänderungen. Ich mache jetzt minimal erlaubt. Ich mache das Spielfeld enger, nachdem wir keine zentralen Mittelfeldspieler haben. Wurde akzeptiert. Der dürfte also kommen. Da kommen jetzt Angebote für den Stürmer, der ja auch sehr interessant wäre. Und Romeo Vucic. So, Enver Aliu. Schauen wir, ob sich sonst noch was tut in dem Part. 5-Jahres-Vertrag für Eder Militao bei Real. Dann holen wir ihn halt nicht. Für den Gold Cup nominiert, ja stark. Tja, ja, und da müssen wir sowieso noch schauen, weil den wollte ich ja eigentlich noch abgeben. So, wer ist der Marlon? Starker Linksverteidiger. Aber auch recht teuer, glaube ich. So, Antonio Babic, Vertrag ausgelaufen. Milan Martinov, okay, das sind alles so unterklassige Spieler, so wie es aussieht. Der wäre ganz interessant, Leon Lalic. Da ist Sturm dran. So, hier werden wir dann vielleicht, weil es im Pokal ist, Standard-Situationstraining machen dann.
Da geht ja schon bald die Saison wieder los. Ich wollte mir mit euch eigentlich noch diesen Spieler von Liefering anschauen. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, den Stürmer. Dominik Lercher, den hier. Kann man sich den leihen? Ist nicht gewillt, den zu verleihen. Wie viel hätten Sie gern für 400.000? Oh Gott. Der würde mich schon reizen, aber wir haben kaum Geld. 100 und dafür Beteiligung am Weiterverkauf 15%. Über 5 Ratenzahlungen. Damit sind sie nicht zufrieden. Aber Dominik Lercher wäre natürlich schon ein wahnsinnig interessanter Spieler, muss man schon sagen. Der ist schon ganz interessant. Aber brauchen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt. So. Rapid ist jetzt auch an Lercher dran, 350.000. Der ist ablösefrei. Interessanter Innenverteidiger, Niederländer. Schade. So, Trainingslager in Portugal. Automatische Nominierung der jungen Spieler. Inklusive junger Talente so. Gut, aber dann würde ich sagen, da jetzt nichts mehr wirklich passiert ist, werden wir jetzt ja, den Part beenden und sehen uns im nächsten Part dann mit dem Testspiel Doppel gegen die zwei portugiesischen Clubs im Trainingslager. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.